Hallo und herzlich willkommen. Heute nehme ich dich mit in eine Yogastunde, nach der du erfrischt und wach, aber auch gut ausbalanciert in deinen Tag starten kannst oder die du nutzen kannst, um so in der Mitte des Tages einfach mal aufzutanken, wieder ganz frisch und fokussiert weitergehen zu können in deinem Tag. Wenn du darauf Lust hast und Lust hast auch, was ganz locker, durchbewegtes, mit schönen Dehnungen, mit angenehmen, mit dem Atem verbundenen Bewegungen, dann roll deine Matte aus und lass uns einfach anfangen. Leg locker einen Fuß vor den anderen. Roll dich auf deinen Sitzbeinknochen zu dem Punkt, wo du die größtmögliche Länge spürst in deiner Wirbelsäule. Und nimm wahr, wie dein Atem kommt und wieder geht. In deinem ganz eigenen Tempo. Deinem ganz eigenen Rhythmus. Beobachte den Atem. Wahr, wie der Atem kommt und der Körper folgt. Mit der Einatmung, im Verlauf der Einatmung dehnt sich der Körper aus. Und im Verlauf der Ausatmung wird der Körper wieder weicher und sinkt. Wenn du magst, stell dir den Atem vor wie so eine Meereswelle. Mit der Einatmung baut sich die Welle auf, sammelt sich oben an und ausatmend rollt die Welle weiter bis an den Strand. Immer wenn die Aufmerksamkeit irgendwo anders hinwandert, schau, ob du sie zurückholen kannst zum Atem. Lass deine Achse nochmal schaukeln, nochmal schwingen. Und dann pendel dich wieder in der Mitte ein. Die Hände kommen hinter dir zum Boden. Einatmung öffnet hier dein Brustbein nach oben. Wenn du magst, recke mal das rechte und mal das linke Schlüsselbein in Richtung Himmel. Einatmung hebt das Brustbein noch mehr an. Und dann komm zurück in deine Achse. Schaukel weiter nach vorn, eine weiche Vorbeuge. Die Einatmung kann dich heben. Die Ausatmung lässt dich wieder sinken. Wiederhol das in deinem Tempo. Und dann lauf mit den Händen einmal nach rechts rüber, ein paar Atemzüge hier. Nimm wahr, wie die Dehnung sich verändert in deinem Rücken, vielleicht auch in der Seite deines Beckens.
Die Einatmung kann dich auch hier nochmal anheben. Die Ausatmung lässt dich wieder sinken. Wiederhole. Denk an die Meereswelle, auf der du reiten kannst. Lass den Nacken immer wieder weich und lang werden. Und dann schaukel dir deinen Weg in aller Ruhe rüber zur anderen Seite. Auch hier schaukel ganz weich. Der Bauch ist ungefähr in Richtung des Oberschenkels ausgerichtet. Die Einatmung hebt und verlängert dich hier. Die Ausatmung lässt dich wieder sinken. Wiederhol das. Und dann schaukel dir deinen Weg wieder zurück in die Mitte. Eine der nächsten Einatmungen trägt dich nach oben. Die Hände laufen zurück. Und die Hände können dann auch hinter dir zum Boden kommen. Öffne das Brustbein nochmal nach oben. Wenn du magst, kannst du auch das Becken anheben. So ein bisschen recken. Ausatmen, senkt es wieder nach unten. Und dann in aller Ruhe löst die Decken unter dem Po hervor, falls du dort Decken hingelegt hattest. Und komm in aller Ruhe in deinen Vierfüßlerstand. Hände unter den Schultern. Lass hier dein Becken schaukeln, kreisen. Vielleicht verbindet sich dein Atem mit der Bewegung. Einatmend nach vorn, ausatmend nach hinten. Wechsel zu einem selbstgewählten Zeitpunkt nochmal die Richtung der Kreise. Und dann lass es allmählich kleiner werden und ausklingen. Eine Einatmung trägt dich hier nochmal nach oben. Füße stellen sich auf und das Becken wird nach oben getragen in den Hund. Komm in deinem herabschauenden Hund an. Dann übertrag das Gewicht hier mal auf die linke Seite. Einatmung hebt das rechte Bein an, Bauch guckt nach rechts. Ausatmen, beugt das obere Knie. Guck jetzt mal unter deiner linken Achsel durch zum Boden neben deiner Matte. Da stellst du den Fuß ab. Die Einatmung hebt hier nochmal das Becken an. Und ausatmen. Guckst du wieder nach unten und dein Bauch guckt auch wieder nach unten. Die Einatmung trägt dein Bein dann wieder nach oben. Dreibeiniger Hund. Ausatmen, guckt der Bauch jetzt nach links rüber. Und der Fuß kommt mit auf die linke Seite der Matte. Einatmen, dehnt dich hier aus. Ausatmend, lass den Bauch wieder nach unten schauen. Die Einatmung hebt das rechte Bein. Und ausatmend, stell den Fuß wieder neben dem anderen Fuß ab. Komm in deinem Hund an. Einatmen, trägt dein Becken über oben nach vorn. Ausatmend senken sich die Knie. Einatmung, öffnet deine Vorderseite. Du kannst hier gerne auch viel tiefer sein, wenn das angenehmer für dich ist. Und eine Einatmung, heb dein Becken über oben nach hinten. Komm hier ins Kind oder einfach zum Sitzen. Finde deine Variante. Kleine Pause zwischen den beiden Seiten. Komm hier in der Mitte nochmal an. Schaukel ganz weich. Und eine Einatmung trägt die Arme wieder nach oben. Ausatmend lass sie wieder sinken. Wiederhol das noch zweimal. Warte auf die Einatmung.
Warte, bis der Impuls der Einatmung wirklich angekommen ist im Körper. Das dauert ja meistens einen Moment. Das klingt ja so ein bisschen nah. Und ausatmen. Und dann zieht der Scheitel wieder nach vorn. Die Hände kommen unter die Schultern, Füße stellen sich auf. Eine Einatmung hebt das Becken hier nach oben. Schaukel ganz weich nach rechts und links. Dann übertrag dein Gewicht auf den rechten Fuß. Eine Einatmung hebt das linke Bein an, Bauch guckt nach links. Guck jetzt unter der rechten Achsel durch zum Boden neben deiner Matte. Dort stellst du den Fuß ab. Eine Einatmung hebt hier dein Brustbein, das Becken und ausatmend lass das Becken wieder etwas sinken. Guck zum Boden, Bauch guckt auch zum Boden. Eine Einatmung öffnet dich, dreibeiniger Hund. Und jetzt guckt der Bauch über unten nach rechts. Dadurch kommt der Fuß mit über unten zur rechten Mattenseite. Einatmung öffnet. Ausatmen, schaut der Bauch wieder nach unten. Einatmung, heb dich. Dreibeiniger Hund. Und dann stell beide Füße wieder nebeneinander ab. Lauf jetzt mal nach vorn, Schrittchen für Schrittchen. Auch hier darf das Becken schaukeln und alles andere mitnehmen. Den vorderen Bereich deiner Matte rein. Roll dich hier nochmal auf. Einatmung, heb die Arme nach oben. Ausatmend, lass die Hände sinken, verschränk sie hinter dir. Eine Einatmung öffnet das Brustbein. Ausatmend, tauch ab nach vorne und unten. Nacken wird lang, schaukel hier ganz weich. Eine Einatmung hebt und verlängert dich. Ausatmend, pflanz die Hände unter die Schultern und dann lauf wieder nach hinten in eine lange Linie über dem Boden. Schaukel hier nochmal so weit nach rechts auf die rechte Hand, dass der Bauch ganz nach links gucken kann. Einatmung öffnet dich, finde deine Variante. Vielleicht ist das untere Knie auch am Boden, wenn dir das zu viel ist. Vielleicht magst du weitergehen, wieder in diese Haltung von eben. Der Fuß kann nach hinten treten, der obere. Und ausatmen, schaust du zurück in die Mitte. Dann guckt der Bauch nach rechts. Roll dich auf die linke Seite. Finde hier deine Variante. Und mit einer Ausatmung schaust du wieder nach unten. Der Bauch kommt mit. Und dann senken sich die Knie hier. Einatmung öffnet dich. Und dann lass das Becken nach hinten und oben getragen werden. In deinen Übertrag das Gewicht nochmal nach links. Eine Einatmung, heb das rechte Bein an. Lehn dich so weit nach links in die linke Hand, dass der rechte Fuß ganz locker nach vorn treten kann. Knie beugen sich, die Einatmung trägt dich hier nach oben. Ausatmen, lass die Hände mal auf dem Brustbein ankommen. Die Einatmung trägt dich wieder nach oben. Dreh den hinteren Fuß aus mit der Ferse. Bauch guckt nach links. Ausatmen, komm im zweiten Krieger an. Nächste Einatmung hebt dich. Die Ausatmung lässt dich wieder in die Weite sinken. Noch einmal. Warte auf deinen Atem. Lass dich so weich sein, dass der Atem dich bewegen kann. Jetzt bleib mal in diesem zweiten Krieger ein paar tiefe Atemzüge. Wenn du magst, schaukel dabei. Oder lass dich von der Einatmung so ein bisschen gehoben werden. Und ausatmend lässt du alles wieder los. Wiederhol das. Und dann kommt die Hinterhand aufs hintere Bein. Rechte Seite wird lang. Ausatmen, schmilzt nach vorn. Die linke Seite fließt in die Weite.
Wiederhol, dass die Einatmung trägt dich nach hinten und oben. Ausatmen, schmilzt wieder nach vorn. Und diesmal guckt der Bauch zum Boden. Linke Hand kommt zum Boden. Einatmung, öffnet dich. Bauch guckt nach rechts. Ausatmen, wieder in die Mitte zurück. Bauch guckt nach links. Linke Hand öffnet sich ins offene Dreieck. Und ausatmen, beugen sich beide Knie. Der Bauch guckt zurück in die Mitte. Und dann wird dein Becken nach hinten und oben getragen in den Hund. Schaukel hier nochmal nach rechts und links. Eine Einatmung, heb dein Becken über oben nach vorn, lange Linie über dem Boden. Ausatmen, kommen die Knie zum Boden. Eine Einatmung, öffnet dich hier. Und dann komm im Kind oder im Fersensitz an. Nimm eine kurze Pause zwischen den beiden Seiten. Atme dorthin, wo du die Dehnung spürst. Oder dorthin, wo du das Gefühl hast, dass noch so ein bisschen mehr Weite entstehen darf in deinem Körper. Dass irgendwas vielleicht ein bisschen gehalten ist oder sich eng anfühlt. Wenn du magst, kannst du dich hier auch gern aufrollen. Vielleicht magst du die Hände auf den Bauch legen, dich selbst wahrnehmen. Nimm wahr, wie der Atem immer noch kommt und geht und deinen Körper bewegt. Stell dir die Meereswellen vor, wie sie sanft ansteigen und dann ausrollen bis zum Strand. Und dann löst die Hände. Eine Einatmung trägt dich wieder nach vorn für Füßlerstand. Stell die Füße auf. Eine Einatmung hebt dein Becken an. Und den herabschauenden Hund. Schaukel hier ganz weich nach rechts und links. Und dann überträgt sich dein Gewicht nach rechts. Aber auch guckt nach links. Eine Einatmung öffnet dich hier in den dreibeinigen Hund. Lehn das Gewicht so weit in die rechte Hand, dass der linke Fuß locker nach vorn durchtreten kann. Schaukel hier nochmal. Oh, und dann beugen sich beide Knie, das Becken hebt sich, die Einatmung hebt auch den Oberkörper. Ausatmen, kommen die Hände aufs Brustbein. Die Einatmung trägt dich wieder nach oben, auch die Arme. Und der Bauch guckt nach rechts, ausatmen, komm im zweiten Krieger an. Nächste Einatmung trägt dich hier nach oben. Ausatmen, fließen die Finger in die Weite. Guck nochmal, dass das vordere Knie über den zweiten Zeh ungefähr zeigt. Die Einatmung hebt dich noch einmal. Ausatmen, fließ in die Weite. Richte dich aus zum Ziel in der Ferne. Und jetzt bleib hier. Aber lass die Haltung nicht sterben. Lass dich bewegt werden. Sanft schaukeln. Wie so ein Greifvogel über den Wolken. Die Einatmung dehnt dich aus. Die Ausatmung lässt überflüssige Spannung schmelzen. Wiederhol das nochmal. Und dann kommt die hintere Hand aufs hintere Bein, die linke Seite wird lang. Ausatmend, lehn dich nach vorn, die rechte Seite wird lang.
Wiederhol das noch einmal. Die Einatmung hebt dich nach hinten und oben. Linke Seite wird lang. Und ausatmen, schmilzt wieder nach vorn. Diesmal guckt der Bauch nach unten, die rechte Hand kommt zum Boden. Einatmung öffnet dich in den Twist. Ausatmend kommt die linke Hand zum Boden, Bauch guckt nach vorn raus in dein offenes Dreieck. Mit einer Ausatmung guckt der Bauch wieder zurück, nach unten, die rechte Hand kommt mit zum Boden. Und eine Einatmung trägt dein Becken nach hinten und oben in den Hund. Schaukel hier nochmal nach rechts und links. Und dann lauf mit den Händen nach hinten. Nutz dein Becken. Lass es nach rechts schaukeln, sodass die linke Hand locker hinterherkommt. Lass es nach links schaukeln, sodass die rechte Hand ohne Gewicht hinterher gleiten kann. Ganz weich. In den hinteren Bereich deiner Matte hinein. Der Nacken ist lang und weich. Und dann roll dich hier nochmal auf, Wirbel für Wirbel. Eine Einatmung trägt die Arme nach oben. Spür die Luft zwischen den Fingern und ausatmen, taucht dann wieder ab. Wiederhol das nochmal. Eine Einatmung trägt dich nach oben, rollt dich auf. Diesmal verschränk die Hände hinterm Kopf, lehn dich dort an. Lass die Schulter nochmal sinken. Weg von den Ohren. Und wenn du magst, mal so ein paar Kreise. Mit den Ellenbogen in den Raum neben dir hinein. Wechsel, wenn du magst, nochmal die Richtung dieser Kreise. Lehn den Kopf nochmal an. Ausatmend. Löst die Hände, tauch wieder ab. Nach vorn und unten. Und jetzt lauf mal von deinem Becken her. Erst mit den Händen ein Stück nach vorn, dann kommen die Füße nach. Lauf einfach ganz weich, wie so ein großes Tier. In den vorderen Bereich deiner Matte hinein. Die Matte begrenzt nie deine Bewegung. Ne? Du kannst immer über die Matte hinaus laufen oder dich abstützen. Roll dich auf, wiederhol das in deinem Tempo. Die Einatmung hebt dich an. Und ausatmen, tauch ab. Nach vorn und unten. Beug jetzt mal das linke Knie, der Bauch guckt nach rechts. Die Einatmung öffnet dich hier. Lass dich bewegt werden wie eine Wasserpflanze im Wasser. Einatmung dehnt dich nochmal aus. Und ausatmend beug beide Knie, der Bauch guckt nach unten und dann weiter nach links. Eine Einatmung öffnet dich hier. Schau, wie viel Raum entstehen kann zwischen deinem Scheitel und deinem Steißbein. Einatmung dehnt dich noch mehr aus. Und ausatmend schaut der Bauch nach unten. Nacken wird lang und locker. Und dann roll dich noch einmal auf. Find nochmal eine Variante für die Vorbeuge. Vielleicht magst du die Hände hinter dir verschränken, während du nach oben bist und sie dann überhängen lassen. Vielleicht magst du aber auch deine Ellenbogen greifen oder deine Unterschenkel oder mit den Füßen auf die Handflächen ganz sanft drauf treten. Schau, was für dich gerade stimmig ist. Eine Einatmung verlängert hier den Scheitel nochmal nach vorn. Ausatmend. Löse alles auf, die Hände kommen zum Boden. Und dann stell die Füße mal ganz breit auf, schaukel dabei nach rechts und links. Immer wenn du was bewegen willst, schaukelst du zur anderen Seite, sodass der bewegte Teil kein Gewicht tragen muss. Großes Geheimnis für schöne Bewegung. Und dann komm in die Mitte deiner Matte mit deinem Becken.
Auch hier kannst du gerne Decken unterlegen unter den Po. Leg einen Fuß vor den anderen. Und falls du dich erinnerst, welcher Fuß am Anfang der Stunde vorn lag, dann leg jetzt den anderen Fuß nach vorn. Wenn du dich nicht erinnerst, kein Problem. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du immer den gleichen Fuß nimmst. Vielleicht ist das ein schöner Impuls, das in Zukunft mal zu beobachten. Dann leg einfach den normalen Fuß nach vorn, so wie du dich hinsetzt, wenn du nicht drüber nachdenkst. Und wechsel das dann einmal aus. Und dann komm hier im Sitzen an. Schließ die Augen. Nun war wieder Atem kommt und geht. Und dann such dir eine Einatmung aus. Diese Einatmung trägt die Arme noch einmal über die Seite nach oben. Ausatmend, lass die Hände sinken an der Stirn vorbei, bis aufs Herz, bis aufs Brustbein. Lass hier dreimal den Atem durch die Nase kommen. Durch den offenen Mund wieder gehen. Wiederhole. Und dann bedank dich bei dir selbst für diese wunderschöne Praxis. Ich hoffe, du fühlst dich ganz wohl und erfrischt und gut durchgeräkelt und bereit für alles, was da kommt. Nimm den tiefen Atem mit und das zwischendrin einfach mal schaukeln und reinspüren in den Körper. Und dann genieß deinen Tag und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald hier auf der Matte wieder. Bis dahin, Namaste. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal und besuch mich auf www.tanzkörpertraining.de. Dort kannst du dir auch kostenlos deinen Übungskalender zur 21-Tage-Yoga-Challenge herunterladen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns ganz bald auf der Matte wieder. Bis dahin.